Hey Leute, willkommen zurück auf Roblox Victor. Heute spielen wir irgendein Hobby, irgendein McDonalds-Hobby-Ding. Fand ich da witzig aus, deswegen habe ich jetzt Roblox Conny hergeholt. Und mit ihm werden wir jetzt dieses Hobby spielen. Wenn euch das Video gefällt, liked das Video, abonniert den Kanal und let's go. Das, was er gesagt hat. Los geht's. Ja, okay, Attacke. Kann man hier außen rumlaufen? Oh, schade. Kann man? Wär's. Nee, okay, schade. Du hast ja gerade solche Schimpansengeräusche gemacht. Hab ich? Warum ist hier eine Lay... Achso, man kann die kaufen. Also du hast ja gerade solche Schimpansengeräusche gemacht, ne? Ja. Erinnerst du? Ich erinnere. Also ich erinnere. Auf jeden Fall sollen wir hier durch dieses Vent gehen. Ja. So. Okay. Auf jeden Fall, Anton. Ja, jetzt komm endlich auf den Punkt, Junge. Genau. Wusstest du, Schimpansen gehören bald sogar zu den seltensten Tieren der Welt, weil die langsam aussterben? Nice. Aber ich wusste das nicht irgendwie auf alle Tiere zu? Außer die Menschen? Auf alle Affen, auf jeden Fall. Also alle Tiere, die meisten, also Nutztiere ja, auf jeden Fall nicht. Die meisten Tiere sterben aus, außer die, die wir in Massen halten, aber das zählt ja wohl nicht. Eben. Ja doch, eigentlich schon. Also. Oh, das ist ein Dickerchen! Das ist ein Dickerchen, Anton! Dann legst du das, ist ein Dickerchen. Was ist los, wenn der Spaß macht? Sieht ja aus wie den Dusk. Ja, okay, Attacke. So, ja, das Ding ist halt wirklich so, zig Schimpansenarten, beziehungsweise Affenarten, verrecken langsam und langsam immer. Das finde ich schade tatsächlich, weil Schimpansen finde ich zumindest ziemlich fresh, um ehrlich zu sein. Ich und wisst ihr auch, woran niedlich. Das liegt, Leute? An McDonald's. Hört auf bei McDonald's. Tatsache. Ja, Leute, es geht ja nicht bei McDonald's. So, ich komme durch natürlich durch. Ah, jetzt. Wieso sind wir eigentlich jetzt in einem Gym und nicht mehr im Mc's? Weil wir im McDonald's entkommen müssen. Durch das Gym. Aber wir gehen hier einfach lang. Okay. Oh easy. Mein Gott! Easy. Ah! Ich hab Angst. Easy. Okay, warte. Ich geh durch. Der Axt trau ich nicht. Dann los, Anton, los. Okay. Hättest du der Axt vertrauen sollen. Ja. Boah, das sieht aus wie bei Lost zu Hause. Digga. Ich verstehe die Story. Man geht zum Gym und dann sieht man immer diese, oh, geil. Und dann muss man wieder durchs Gym durch. Okay, ich bin durch. Ich bin auch durch. Ich finde das immer richtig cool. Ich check die Story nicht. Wir sind, warte, lass mich kurz verstehen. Ronald McDonald hat uns begrüßt. Danach sind wir durch McDonald's gelaufen. Tür war abgesperrt. Wir sind durch einen Lüftungsschacht gelaufen. Auf einmal waren wir in einem, Gym. Ja. Danach sind wir über fliegende Pizzen und Burger gesprungen. Dann wollten irgendwelche Äxte uns erschlagen. Und jetzt ist hier ein Typ, der sagt, we have no choice but to jump in. Natürlich haben wir eine Choice, wir können zurückgehen, Leute. Blub. Nee, oder auch nicht. Ey, aber, keine Ahnung, ich verstehe die Story auch nicht. Ich weiß, man muss ins Gym gehen, wenn man zu fett wird, aber ja, was hat er für Zähne? Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit nur Fastfood isst und seine Zähne nicht putzt. Anton. Genau. Los Anton, geht's. Let's go in die Brühe. Oh. Hä? Nein, ich will nicht in seinen Mund. Nein, ich will nicht in seinen Mund. Ja, wir wurden verschluckt. Schnell raus hier. Wo denn raus? Da ist der Ausgang. Ach, meinetwegen. Dann wir müssen wir durch seinen Mund durch. Okay, was sind das für Kügelchen? Sind das Wassermelonenstücke? Bruder, das ist... Keine Ahnung. Oh, jetzt so sieht McDonald's ein Laser. Oh. Die Laser machen nichts. Oh, lol. Ja, die machen nichts. Okay. Wow, gute Laser. Diese Laser mal werden aber wahrscheinlich was machen. Oh, ich bin so gut, Anton. Hast du das gesehen? Nö, hab ich nicht. Hast du das gesehen? Warte, warum ist hier auf einmal seine Wirbelsäule? Ich glaube, der Typ lebt nicht sehr gesund. Ich glaube, nee. Ich glaube, er sollte wirklich dringend zum Arzt gehen. Und warum hat er so viele Rippen? Obwohl, ich sehe schon lecker aus, oder? Du siehst schon lecker aus, also ja, kann man mal verdrücken. Ich glaube, das tut dem Typ noch mal gut, dass er mal eine Banane frisst zwischen den ganzen McDonald's. Ach ja. Ich hab... Okay, was ist das denn? Das oh, fuck. Sind das Würstchen? Oh, shit. Sieht aus wie... Oh, sieht aus wie Karotten oder so. Aber es soll, glaube ich, Würstchen sein. Es sieht aber nicht aus wie Würstchen. Okay, Anton, siehst du, wie gut ich bin? Oh, yeah. Und jetzt Geronimo. Digga, du lebst gefährlich, Bruder. Das ist jetzt gefährlich, das wird jetzt schwer. Ich will nicht mehr. Ich hab Angst. Was sind das eigentlich für rote Dinger? Sieht immer auch aus wie... Nee, das sieht aus wie Haribo. Haribo? Ja, diese Haribo-Sticks mit diesen komischen 10.000 Geschmäcken. Die sind aber ziemlich fett dafür, ne? Ja, aber wir sind auch ziemlich klein. Ja, aber warum sind wir eigentlich so klein? Warum ist der Typ eigentlich so fett? Aber, ja, ich weiß auch nicht, aber hier sind Hotdogs. Okay, die Hotdogs sind verdammt klein. Mhm.
Warum waren die Haribos größer als die Hotdogs? Ich versteh's auch nicht. Bruder, ich glaube, wir sind irgendwie in einer komischen Parallelwelt gelandet. Bestimmt sind die Pansen ja nicht mal ausgerottet. Alter, wir sind fast draußen. Ja. Let's go, wir sind fast frei. Warum sind die jetzt nicht mehr in seinem... Was, meine Seele? Wir sind aus einem Tunnel durchgegangen. Okay, die letzten paar Stages. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, ich bin so gut. Okay. Ich war noch nie so gut in einem Obby. Siehst du meinen Pro-Move? Ja, oh, aber ich hab Shift-Lock nicht eingestellt. Ich muss es. Nicht? Wieso nicht? Ja, Game First Person. Nee, ich hab halt. In manchen Spielen gibt's halt Shift-Sprint und deswegen mache ich lieber das. Ja, aber du kannst beides gleichzeitig machen. Ach, wer braucht das schon? Shift-Lock ist voll gut, ja. Okay, Anton, wollen wir durch das Portal gehen eines fetten Menschens? Nee, keinen Bock. Ich hab auch keinen Bock, aber warum ist das. Nein, Anton. Du bist gerade in die Brühe reingesprungen, das ist ekelhaft. Aber Anton, geh mal hier zur Seite und schau hinter das Portal. Ah, nein, ich bin durchs Portal gelaufen. Hinter dem der hat einen Bauchnabel. Ja, sein Bauchnabel ist los, ekelhaft. Hier, da kommt irgendwas aus seinem Bauchnabel raus. Ja. Irgendwas Schwarzes, das ist, glaube ich, nicht so gesund. Ja, naja. Egal, let's go, schaffen wir. Let's go. Oh, okay. So, ich bin so gut. Ich bin auch so gut. Ich bin so schlau. Ja, vor allem schlau. Okay, Anton, ich habe wieder Angst vor diesen Äxten, weil die machen mir Angst. Ja, ich verstehe die Äxte auch nicht. Die kommen so aus dem Nichts und dann wollen sie dich töten. Aber easy. Einfach durchlaufen. Okay, hat funktioniert zum Glück. Ja. Weiter geht's. Blub, weiter geht's. Blub, blub, blub. Tja, ich bin Erster. Blub. Du wirst mich nie wieder einholen. Nee, ich werde jetzt sowas von durchspeeden. Du hast keine Chance. Nein. Du hast keine Chance. Hier. Oh. Tja. Du bist so schnell. Ich bin zu schnell für dich. Wer ist das da vorne? Oh, das ist das Ende. Ich weiß nicht, wer das da vorne ist. Aber da fliegt irgendjemand mit einem... Nein, ich bin tot. Ich bin gestorben, Anton. Ja. Bei mir jetzt geschafft. Sprung. Warte mal, ich glaube, ich habe diesen Checkpoint nicht. Also ich habe den Checkpoint. Ist er blau bei dir? Er ist bei mir blau. Dann ist alles gut. Aber der zeigt immer noch einen Pfeil drauf. Egal. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ja, Mann. Geil, jetzt können wir uns diesen Teppich gönnen. Ja, Mann. Ja, Mann. New. Hat sich echt gelohnt. Ist so. Ich will den Lava-Path. Hui. Ja. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Lasst ein Abo bei Roblox Victor da. Dings da Bumster. Kommentare. Das war's so. Und ciao. Puh. Ich hab grad Spaß mit diesem Path.